kargen Wüste suchen. Eine völlig neue Situation für die Israeliten. Wollen wir uns näher? Jedes Unterwegssein ist auch ein Suchen nach dem, wer dieser Gott für uns ist und was dieser Gott von uns will. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Du sollst nicht morden. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht schwelen. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen. Und du sollst nicht nach dem Eigentum deines Nächsten verlangen. Wir wollen über die Tanei vom Namen Gottes, dem Geheimnis Gott, auf die Spur kommen. Ja, wir loben und wir preisen dich, guter Gott, denn du bist ein Gott für uns Menschen und bist immer mit uns auf dem Weg, besonders wenn Jesus, dein Sohn, uns versammelt zum Mahl der Liebe. Mit den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. Stellvertretend für die unterschiedlichen Bereiche unseres Lebens. Wir gehen nicht allein. Jesus Christus selbst ist in unserer Mitte. Er begleitet unsere Wege in jedem Bereich unseres Lebens. Was wir in der Eucharistiefeier erfahren durften, setzt sich nun fort. Zum Zeichen dafür geht er mit uns im heiligen und gewandelten Brot in der eucharistischen Gegenwart seines Leibes.